Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind im Krieg mit den Engländern. Die sind wiederum verbunden mit Aragon und Portugal. Und wir sind jetzt hier in dem letzten Teil, wo wir hier versuchen zu erobern. Allerdings haben wir hier keine, sag schon, keine Gründe darauf, diese Ländereien zu bekommen. Wie heißen es denn? Haben wir das hier überhaupt noch? Besetzt durch Frankreich. Ein Anspruch, so heißt das Ding. Jetzt komme ich dahinter. So. Das ist diese Provinz, genau. So, Anspruch fingieren geht nicht. Aha, alles klar, deswegen nicht. Spielt aber auch gar keine Rolle gerade. So, jetzt würde ich gerne gucken, aber da kommen wir gar nicht hin. Da brauchen wir irgendwie so einen Typen, der sich das entdecken kann. Das geht also nicht, schade. Okay, dann sind diese Truppen hier definitiv über. Dann schicken wir sie wieder zurück. Oder? Ne, wir können sie auch zur Verstärkung hier hinschicken, dann geht das vielleicht schneller. So, wie sieht's da aus? Mauern sind noch nicht durchbrochen. Moral ist unsere gut. Ha? Vorgold. Ha, das verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Dann unterstützen wir die nur, oder wie sehe ich das? Na, wird schon werden. So. Das schließen wir mal, dann gucken wir erstmal hier rein. Ja, Aragon ist klar. 5 von 10 Häfen werden blockiert. Schön. So, Einheiten haben Verlust erlitten, ist mir auch klar. Den Beraterplatz hatten wir, ist auch klar. Okay, da ist was weg. Umkämpfte Nachfolge haben wir. Diplomatische Beziehungen sind immer noch zu viel. Und hier geht's noch. Wir wollen Dock gerne bauen, aber da brauchen wir 164 Taler für. Aber in der nächsten Runde, wir haben 160, dann ist das ja schon was, oder? Dann lass das mal so. Ah, da brennt's jetzt schon. Von euch besetzt, genau. Besetzt durch Frankreich und Savoy, passt drauf auf, das ist auch cool. Okay, das sehen wir als Kernprovinz an. Das, wie sieht das da aus? Da nix. Da haben wir geschlafen. Na, wenn wir schon alleine Calais kriegen würden, wäre das ja auch nicht schlecht, ne? Hier ist es auch nicht, aber schauen wir mal. Wer ist das denn hier eigentlich? Unkolonisiertes Land. Das wäre ja auch interessant. Das ist die 15.000 Armee. Ich will die andere haben. Geht das auch? So, die 9.000er. Kann ich die denn da hinschicken? Nee. Auswählen muss ich drücken. Ganz einfach, ne? Ja, was können wir daraus machen? Gute Frage, ne?
Manchmal bietet sich uns die Gelegenheit, etwas in Bewegung zu setzen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, irgendetwas getan zu haben. Auch schön. Vor kurzem gab sich so eine Chance, als ein unserer Nachbarn lebender Kardinalgeber einen Agenten von Frankreich zugab, dass er erwägen würde, sich über Grenze zu begeben und uns zu einem gewissen Preis in der Kurie zu unterstützen. So verlockend dies auch sein mag, so werden wir möglicherweise einen höheren Preis zahlen müssen, wenn wir die nutzen, nämlich den Zorn des Landes, das es verlässt. Okay. Ja, das ist mit Savoyen irgendwas, oder wie? Herr Langchift? Okay. Nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht mit den Savoyen. Mit denen bin ich gerade gut Freund in dem Sinne. Ja, und hier können wir jetzt nichts machen, ne? Ja, was sollte man da machen, ne? Eingeborene gibt's da nicht. Wie sieht's hier aus? Die Türme brennen. Ja, wir brauchen Kolonisten dafür, aha. Wir haben einen verfügbaren Missionar. Den müssen wir auch noch losschicken, ne? Gut, was passiert? Die umkämpfte Nachfolge von Jean hat dazu geführt, dass ein Thronbewerber aufgetreten ist, der eine Armee hinter sich hat und auf der Hauptstadt marschiert. Sechs Thronanwärterregimenter erheben sich in Berry. Okay. Berry, das war da oben irgendwo schon, ne? Oh oh. Und wir sind da unten, das ist ganz schlecht. Dann müssen wir wohl nach da, ne? Haben wir uns verwirkt. Okay. Okay. Na super. Na, okay, aber seid ihr mal da, wir kommen euch näher. Ja, ist ja schön, wenn die Provinz da besetzen, aber wir sind auch jetzt gleich da und dann werden wir die mal hoffentlich zeigen, wo der Hammer hängt, ne? So, einer ist schon weg. 8 zu 5, das ist schon gut. Besser wie 8 zu 6. Ah, Spannung zwischen Adel und Kleos. Nee, dann machen wir lieber das. Ich habe keinen Bock auf 9 Regimenter. So, 7 zu 4. Da unten sind noch 14. Was war das? Legitimität ist schlecht. Okay. Wir sind noch im Krieg. Das müssen wir gleich mal beenden. Wenn wir innere Unruhen haben, da ist das nicht gut, ne? 5 von 10, 11 helfen werden. In Berry sind Unruhen. Okay, die bekämpfen wir gerade. 6 zu 3. Beraterplatz ist klar und Nachfolge ist auch doof. Und
Wir können Verbesserungen bauen. Das Dock können wir noch gar nicht bauen. Ich dachte, wir können ein Dock bauen. Okay, dann nicht. Markt oder Baracke oder Tempel. Geld wird da mehr. Okay, das haben wir gewonnen. Dann ist die Revolte da niedergeschlagen, oder? Jetzt müssen wir überlegen, was wir da bauen. Da müssen wir gleich hinterherziehen. Na, kein Sinn, ne? Erstmal die kaputt machen. Hallo? Wir wollen da ein. Okay, da unten, das hat sich erledigt. Haben wir 29, ziehen wir gerade hoch nach Perry und dann denke ich, sollten wir vielleicht mal mit den Engländern sprechen, ne? Bevor sich da der Stand ändert. So. Schließen wir erstmal und gehen dahin. Diplomatie. Frieden verhandeln. Was geht denn da? Machen wir erst Pause, glaube ich. Das ist besser, Pause zu machen, ne? So. Was können wir fordern? Calais wollen wir fordern. Das geht auch noch. La Bourde, kriegen wir die auch noch? Das geht schon mal nicht mehr. Und was mit der Normandie? Wessex. Wie heißt das andere da? Kent. Kent können wir kriegen, dann hätten wir den Ärmelkanal da, die Durchfahrt. Das geht aber nicht. Ein Versuch war es ja wert. Aber die Normandie, wie komme ich da dran? Ach, das geht wahrscheinlich nicht, weil die nicht von uns besetzt waren. Genau so ist es. Hier unten hat man noch was dann. Da haben wir keinen Anspruch drauf, deswegen geht das wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Pirineo. Wo ist Pirineo? Kriegen wir das hin? Nein, das geht auch nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Kernprovinzen aufgeben. Können sie. Das wird dann alles nicht mehr gehen. Armagnac als Kernprovinz aufgeben. Armagnac, wo war Armagnac denn? Das konnte Armagnac. Ah, da ist Armagnac als Kernprovinz aufgeben, genau. Das geht dann nicht mehr. Oder eher Gascogne. Ah, Picardie ist da oben irgendwo, ne? Picardie als Kernprovinz aufgeben. Und Co. ist da oben auch. Erstmal wäre das egal. Kernprovinzen zurückgeben. Okay, Anfort machen sie nicht. Das ist es nicht wert.
Ah, dann hätten sie den nicht als Vasallen und würden das aufkündigen. Das würden sie sogar machen, aber das wäre jetzt für uns nicht so interessant. Was haben wir hier als nächstes? Nationen entlassen. Burgund. Cornwall. Würden die das denn machen? Nein. Wales. Burgund geht nicht. Okay, und dann haben wir noch Verträge aufkündigen. Aragon geht nicht. Mit Bretagne geht auch nicht. Mit Portugal geht auch nicht. Und das letzte ist Verträge. England gibt alle Ansprüche auf Frankreich auf. Okay. Österreich auf? Nö. Münster auf. Was haben wir denn noch? Provence? Geht nicht. Schottland? Geht auch nicht. Erniedrigen geht auch nicht. Erzwungene Flotten. Basen, was ist hier? Erzeugung, Militär geht auch nicht. Handelseinfluss geht auch nicht. Kriegsreparationen. Ja, da geht nix, ne? Der Vasall aufkündigen würde gehen. Das würde schon nicht mehr gehen. Und naja, da wären wir dann noch Armagnac als Kernprovinz aufgeben. Das würden sie nicht mehr tun. Das auch nicht. Und die Picardie auch nicht. So, kriegen wir noch ein bisschen Geld raus. Okay, dann nicht mehr. Ja, aber das nehmen wir doch noch mit, oder? Damit war Calais frei. So. Provinz abtrennen wäre dann noch angesagt. Ja. Das geht irgendwie auch noch, ne? Girona wird Teil von Frankreich. Und was geht denn noch? Barcelona geht dann nicht mehr. Das würde sogar auch noch gehen. Warum nicht, ne? Oder? Was war das hier? Kernprovinzen aufgeben. Palermo. Alles nicht für uns interessant, kann also so bleiben. Das wollen sie sowieso nicht, weil ich das haben will dann. Da geht nichts. Was geht da? Nation entlassen, Sizilien. Das würde sogar gehen. Möchte ich aber gar nicht. Verträge mit England aufkündigen, das würde auch gehen. Ja. Das wollen sie dann doch nicht machen. Haben wir sonst noch eine Möglichkeit?
Okay, das geht auch noch. Machen wir auch noch. Und können wir den noch Geld abzwacken? Nein, das geht dann nicht mehr. Okay. Ach so, man kann nur mit einem. Ach, okay. Das ist ja doof, ne? Wir können Aragorn sozusagen ganz viel abzwacken, aber da oben, nee, das will ich dann nicht, ne? Ich hätte gern Calais. Das ist klar. Und die Lam das ging nicht mehr, glaube, ne? Labourd. Das wäre dann zu wenig. Obwohl ich das auch noch gerne hätte, dann wäre da unten auch mehr Ruhe. Die Gascogne, ne, Armagnac hatten wir gesagt, sollen sie noch aufgeben. Ach, das machen sie jetzt schon nicht mehr dann. Ach so, hier waren wir. Nee. So, wir wollen Calais haben. Wir wollen, dass die Picardie aufgeben oder da unten. Also mir wäre es lieber, weil sie da oben schneller sind. Dann machen wir doch besser die Picardie. Sollen sie auch als Städten jetzt aufgeben. Und das geht natürlich nicht mehr, ne? Nein. Gut. Da war nichts mehr machbar. Das würde dann auch nicht funktionieren. Da war nichts zu machen mehr. Ne, machen sie auch nicht mehr. Dann gibt es noch ein bisschen Geld, war da. 68. Forderung senden. Gut, da ist aber die Pause drin. Die müssen wir erstmal rausnehmen. Ja, Friedensangebot haben sie angenommen. Lesen wir gerade mal durch, was da so bedeutet. England tritt Calais an Frankreich ab. England verzichtet auf seine Ansprüche hinsichtlich Picardie. England zahlt 68 Dukaten. Rückerobung hält Frankreich 4,7 Prestige und auch 0,9 Ruf weniger. Klar, durch diesen Frieden gewinnt England 2,7 weniger. Frankreich hält durch diesen Frieden erhalten. Weniger. Expansionsbeziehung Malus von 1. Frankreich hält 4 von 5 Machtprojektion. England verliert 9. Wohl auf. Unruhen haben wir noch, und zwar hier. Welche Maßnahmen? Wie ist denn mit unserer Stabilität, diese auf Null, ne? Ja. So, Stabilität haben wir gesteigert, das ist auch wichtig. Dann haben wir das schon erledigt. Unsere Einheiten haben Verluste erlitten, ist auch klar. Wo sind die? Die sind gerade im Inland, das ist auch okay. Marschieren schon nach Berry. Das reicht dann auch. Und ach, der Berater ist auch weg. Ja. Schwierig, oder? Da haben wir gerade gar nichts. Das ist nicht gut. Da müssen wir gucken, dass wir da einen kriegen. Wie sind denn das hier? Der monatliche Saldo liegt bei 5,94. Dann nehmen wir den dazu. Dann haben wir wenigstens eine Macht, die da steigert.
Gut. Aber ich sehe schon, wir sind viel zu lange über der Zeit. Weitere Staatsgeheimnisse werden wir nächstes Mal dann in Angriff nehmen, die wir da vorhaben. Wir müssen ja vorsichtig walten lassen, weil wir momentan keinen Thronnachfolger haben. Wir sehen das dann unter Unruhen und dann müssen wir das in den Griff kriegen, ne? Aber unsere Truppen sind unterwegs, so ist ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.